Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans. Ich bin's wieder, euer Holger von Holger Wunderland. Entschuldigt bitte, ich habe immer noch einen leichten Frosch im Hals. Ich mache heute mal ein Video über meine ganzen Taschenlampen und was ich da alles so angesammelt hat. Und von wegen, dass man auch nicht immer alles teuer einkaufen muss. Ich weiß zwar nicht mehr von allen die Preise, aber ich werde euch so gut erklären, wie es geht. Ich habe euch jetzt hier mal... das eingeblendet, was hier so auf dem Tisch liegt. Die beiden gehören nicht dazu, da sind nur die Powerstations drin. So, dann fangen wir mal an. Als erstes habe ich hier einmal ein chinesisches Modell. Das ist mit einer Lampe, die wird per, zeige ich euch das mal jetzt, so, jetzt muss ich noch mal rauszoomen. Damit ihr das besser sehen könnt. So. So. Das ist die hier. Die kann man auch hier auseinanderziehen. Dann hat sie einen kleinen Kegel. Ich leuchte jetzt nicht in die Kamera direkt rein. Und so wird der Kegel größer. Kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Es ist so hell hier. Die heißt Smiling Shark. Das ist ein ganz, ganz billiges Ding. Wirklich ein ganz, ganz billiges. Kann man über verschiedene China-Shops bestellen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Euro bezahlt. Ist mit einem Micro-USB Aufladefunktion. Hat einen Akku drin, 3,7 Volt mit 1200 mA. Ich weiß nicht genau, was für eine Batterie drin sitzt, aber ich nehme mal an, so 18-16-50. Hat kein Magnet oder sowas, aber ist zumindest Spritzwasser geschützt. Das steht zwar nicht drauf, aber ich habe das schon im Regen benutzt und bei mir hat sie durchgehalten. Das ist die erste. Dann kommt die nächstgrößere, sag ich mal. Das ist jetzt auch so eine relativ günstige Taschenlampe. Die habe ich bei Action gekauft. Preis 3,45 Euro oder sowas. Hat hier einen Einschalter, kann man einfach einschalten. Hat dann nochmal einen Blinker und hat halt eben noch so ein Flächenlicht. Deswegen ist die für mich interessant gewesen. Kann nur hinten mit USB-C geladen werden. Viel mehr, ja, hat auch 3,7 Volt, 1200 mA, Lithium-Ion. Die LED, die da drin ist, ist eine COP mit 1,6 Watt bzw. 1 Watt. Also ich weiß nicht, ob da zwei drin sind, aber ich sehe nur eine. Achso, ja, die hier und die hier. Welche jetzt wie viel Watt hat, kann ich nicht genau sagen. Hat auch einen verstellbaren Kegel. Ist nicht spritzwassergeschützt. Trotzdem benutze ich sie sehr gerne, vor allen Dingen im Roller wegen der Flächenlampe. Weil wenn ich was reparieren muss, hat zwar keinen Magneten, aber so hinstellen, das geht dann schon. Ups, jetzt fallen mich alle weg hier. Dann kommt die nächste, die ist auch wieder von Action. Das ist auch eine, die wird wieder per USB-C geladen. Im Prinzip genau das gleiche mit Kegel. Blinklicht. So. Kann auch nichts Besonderes, ist auch nicht spritzwassergeschützt. Hat, soweit ich weiß, auch 3,7 Volt. Wie viel Milliampere, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber ich weiß, hier ist ein 18-16-50er Akku drin. So, dann kommt die nächste. Die habe ich mir gekauft bei, ich glaube, Kick war's. Hat um die 7 Euro gekostet. Im Prinzip wieder genau das gleiche. Schalter ist hier hinten. Kann sich auch verstellen hier. Einmal hell, mal gucken, kann man es sehen. Und hat auch verschiedene Modi. So, da kommen jetzt aber, das ist jetzt was anderes, da kommt kein Akku, da ist kein Akku drin, sondern da kommen dreimal
die AAA-Batterien mit so einer Vorrichtung. Es soll wohl angeblich auch mit einem anderen Akku funktionieren, aber dann fehlt die Voltzahl. So, und die ist dafür da, falls ich mal die aufladen kann, dann ist die hier, da habe ich auch genug Batterien für. Dann habe ich ja noch hier meinen Cealot, da brauche ich euch ja nicht mehr viel drüber sagen. Der hat halt auch Taschenlampe mit drin. Mal gucken, so. Und der hat auch nur zwei Modi, ist in Ordnung, weil ich habe das Ding wegen meinem Roller, Musik hören und so, ist gut. Aber auch mehr auch nicht. Inzwischen fängt er nämlich auch an, hier oben die Beschichtung fängt an abzugammeln und irgendwas ist auch schon drin, was klappert. Aber er macht das, was er soll. So, dann geht's weiter. Das ist auch wieder Hycel. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Da kommt ein Doppel-A-Batterie, kommt da eine Doppel-A-Batterie rein. Genau. Eine Doppel-A-Batterie. Das ist immer noch die Originale, die drin ist. Das Ding ist auch Spritzwasser geschützt. Hat zumindest eine Dichtung hinten drin. Aber ich würde sie trotzdem, ja, im Regen macht vielleicht gehen. Und die hat auch nur eine Einstellung an und aus. Aber auch LED und sehr gut mal zum Campen oder so. Dann habe ich zweimal die hier. Die waren beide mal in einem Survival Pack drin. Kommt auch eine Triple A. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Kann man hinten aufschrauben. Genau, eine Doppel-A-Batterie kommt da rein. Die ist nicht wasserdicht, da ist keine Dichtung drin. Aber ich denke mal, einen leichten, wenn sie einmal Wasser abkriegt, wird es auch nicht gleich kaputt gehen. Hat auch einen Glasbrecher vorne dran. Lässt sich auch verstellen, geht nur etwas schwer. Hat hier Blinkmodus. Normalen Modus, schwächeren Modus, so und dann aus. Mit Gürtelclip, sehr schön. Das ist übrigens die erste mit Gürtelclip. Ja, davon habe ich zwei Stück. Die sind beide baugleich. Steht zwar was anderes drauf. Die eine ist von Bock angeblich, aber der kommt aus der gleichen Herstellung, weil die sehen absolut identisch aus. Dann kommt was Besonderes. Die habe ich mal bei einer Hausauflösung gefunden. Das ist nur eine Flächenlampe. Die hat nur so ein Flächenlicht, auch nur in einer Helligkeit. Da kommen Knopfzellen rein, kleine. Das ist eine absolute Notfalllampe. Da habe ich auch keine Ersatzbatterien für. Das Gute ist halt eben, die ist magnetisch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die hat einen schönen dicken, fetten Magnet unten drunter. Die ist auch immer im Roller, in so einem Survival-Pack drin. Dann habe ich hier nochmal so eine ganz billige 1-2 Euro Lampe mit mehreren LEDs. Da kommen drei AAA-Batterien rein, auch mit so einem Gestell wie in der anderen. In der einen da. So, genau, da ist hier so ein Gestell drin. So ein Adapter. Ich weiß nicht, was die jetzt... Inzwischen kosten sie vielleicht auch 3 Euro, aber damals... War auch bei Kick. Gut, Preis steht hier nicht mehr drauf. Aber so als Notfalllampe, die liegt im Schlafzimmer bei mir immer. Und jetzt kommt wieder eine, die ist wieder eher was Besonderes. Das ist keine normale Taschenlampe. Erstmal, das ist, habe ich mal bei Wish bestellt. Hat ewig lange gedauert, bis die da war. Wird auch per USB, Micro-USB geladen. Hat einmal hier vorne die Taschenlampe. Dann einmal den Lenksensor, also Helligkeit, dann einmal so, dann ein bisschen dunkler und aus. Aber das Besondere hieran ist noch, wenn man jetzt länger drückt, gibt es Rotlicht. Den kann man dann auch einmal wieder ausschalten und hat ein rotes Blinklicht nochmal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, das Gute ist halt, die kann man auf fast 360 Grad drehen. Hat hier unten, wenn ich ihn jetzt aufkriege, einmal noch so einen Haken dran zum Aufhängen und einen Gürtelclip und ein Magneten.
können wir mal weitermachen. Dann habe ich als nächstes hier so eine kleine Mini-Lampe. Da ist es einfach so, da drückt man drauf, ne? Dann geht ein Licht, dann blinkt es, nochmal drücken rot, nochmal drücken rot Blinklicht. Das ist jetzt, wird auch per USB-C geladen, ist hier hinten, kommt auch von Action, hat, ich weiß nicht, 3 Euro gekostet, ist wasserdicht oder sollte es zumindest sein. Ob es wirklich das ist, weiß ich nicht, habe es noch nicht draußen getestet, das ist mit so einem Gummizug. Das kann ich zum Beispiel irgendwo ans Fahrrad machen oder an Roller, wenn ich irgendwo mal Licht brauche. Das ist aber nur so ein Notlicht. Ist halt in Ordnung, mehr nicht. Dann habe ich noch so eine billige Lampe hier. Da ist einfach nur mit Drücken und Licht an, Licht aus. Mehr geht nicht. Sind Batterien drin. Auch Doppel-A-Batterien, glaube ich. Will sie jetzt nicht aufmachen, weil man muss aufschrauben. Dann habe ich hier noch meine, die Kette ja schon, in verschiedenen Helligkeitsstufen, wird per USB, Micro-USB geladen, ist magnetisch, auch wieder hier, aber hält nicht besonders gut, hat dann hier oben noch den Henkel, kennt ihr ja schon. Habe ich ja im anderen Video schon vorgestellt, ist hier schon gebrochen, sollte daher nicht mehr wasserdicht sein, war vorher wohl mal wasserdicht, aber hier hinten ist auch der Pöppel ab, also der Pömpel oder keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Naja, das ist auch so ein Ding. Dann habe ich ja hier meine große Lampe. Die wird auch per USB geladen. Die hat hier einmal einen USB-A-Anschluss. Das heißt, man kann das ganze Ding auch noch als Powerbank benutzen. Und hat einen Micro-USB zum Aufladen. 5 Volt, 1 Ampere. Dauert also ein bisschen. Die kann leuchten. Etwas dunkler leuchten. Rot leuchten, blau leuchten und Feuerwehrlicht. So, ist wasserdicht oder, naja, sollte wasserdicht sein, ist er aber nicht. Hat sich schon rausgestellt, wie ich 300 Gramm, da steht nämlich auch einiges drauf. Die höhere Version hat 1000 Lumen, Low hat 300 Lumen. Water Resistance nach IP67, Input 5 Volt 1 Ampere, Output 5 Volt 1 Ampere. Lebensspannweite 20.000 Stunden, hat weiße Kopf mit 0,2 Watt, 8 Watt, 15 Watt und 24 Watt. Blau hat 1 Watt, Red, Rot hat 1 Watt. So, über den Akku steht hier leider nichts drauf, kann ich also nicht sagen. Benutze ich halt gerne zum Filmen, weil da kann ich dann schön mit ausleuchten, wenn ich unterwegs bin. Deswegen nehme ich die gerne für unterwegs. Kostenpunkt weiß ich nicht mehr. Muss ich mal gucken, ob ich den Link noch habe. Wenn ich den Link finde, mache ich noch mal rein. Bei den anderen jetzt, na, ich blende die Preise dann nochmal unten drunter ein, wenn ich es vergessen haben sollte. Dann habe ich hier nochmal eine Lampe, die ist von Grundig. Die gab es mal bei Rossmann, glaube ich. Die ist auch nicht schlecht. Die ist auch wasserdicht. Zwar nicht untertauchen, aber Regenschauer geht schon. Die hat einmal den hellen Modus, dann den breiten Modus, dann alles zusammen. Und dann noch den Blinkmodus. Batterien sitzen hier hinten drin. Sind jetzt... Ach, wisst ihr was? Ich guck mal schnell nach. Dreimal AAA-Batterien. Kann man sich so auf den Kopf setzen. Als Kopflampe. Und die sitzt auch echt gut. Also die ist nicht unbequem oder so. Außer wenn das Kabel hier so wie jetzt verdreht ist. Das ist natürlich dann klar, aber ansonsten benutze ich die sehr gerne, weil die Batterien auch ziemlich lange drin halten. Dann habe ich hier noch so eine kleine, die ist auch hell, hat 2 Helligkeitsstufen und Blinklicht. Wo die herkommt, kann ich euch nicht mal mehr sagen, die ist schon so alt,
funktioniert aber noch super, ist auch mit AAA-Batterien drin. Benutze ich sehr gerne, weil sie ziemlich hell ist. Dann habe ich noch so eine ganz, ganz kleine. Da sind jetzt im Moment keine Batterien drin. Die ist auch nicht mehr ganz heil. Leuchten tut sie noch, aber der Verstellung geht nicht mehr. Und ja, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, die hat 2 Euro gekostet. Muss mal eben was trinken. Ich habe noch eine Kopflampe, die ist im Moment leider verschollen. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist mit einer 18650er Batterie drin. Die kann man per USB aufladen wieder. Aber ich weiß im Moment nicht, wo das Ding geblieben ist. Bei wessen Willen nicht. Ich finde sie einfach nicht mehr wieder. Tut mir leid. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr über irgendeine spezielle Lampe was ein spezielles Video haben möchtet, kann ich das gerne machen. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das wollt, aber mache ich dann einfach. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu disliken, wie auch immer. Und drückt die Glocke, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Tschüssikowski, euer Holger.